In Albanien hat eine Verbrecherbande am internationalen Flughafen in Tirana ein Flugzeug überfallen und eine große Summe Bargeld erbeutet. Augenzeugen in der Maschine berichteten, das Flugzeug sei bereits auf dem Rollfeld gewesen, als die bewaffneten und vermummten Männer den Noteinstieg aufbrachen. An Bord der Maschine hätten sie die Besatzung gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Dann stahlen sie das Geld und versuchten zu fliehen. Dabei kam es nach Angaben der Behörden zu einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem einer der Räuber ums Leben kam. Drei weitere Männer sind offenbar weiterhin auf der Flucht. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei verfolgt sie, unter anderem mit einem Hubschrauber. Banken mit Niederlassungen in Albanien fliegen regelmäßig große Summen von Bargeld aus dem Land aus. Der Grund ist, dass die Zentralbank die Bargeldeinlagen nicht akzeptiert. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Raubüberfällen auf die Geldtransporte. Die Beute des letzten Überfalls fand die Polizei in Schnellkochtöpfen, die in der Erde vergraben waren.